Burkersdorf hat in den letzten Jahren seine Einwohnerzahl fast verdoppelt und ist somit einer der beliebtesten Wohnorte am Rande von Wien. Heiß begehrt sind deshalb neue und geförderte Wohnungen. In der Tulnerbachstraße wurde der Grundstein für 20 neue Wohnungen gelegt, errichtet von der Arthur Krupp GmbH. Vor allem für junge Burkersdorferinnen und Burkersdorfer soll ein attraktives und günstiges Wohnangebot in ihrer Heimatstadt geschaffen werden. Wir sind ja schon seit Jahrzehnten hier in Burkersdorf mit vielen Projekten vertreten. Das ist ein neues, ein aktuelles, wie Sie richtig sagen. Wir errichten hier 20 geförderte Wohnungen, schön, bezugsfertig, günstig. Und die Wohnungen werden circa in einem Jahr fertig sein. Die Stadtgemeinde und ich als Bürgermeister haben wesentlich dazu beigetragen, dass hier diese kostengünstigen Wohnungen entstehen können, weil wir haben als Stadtgemeinde das Grundstück gekauft, geben jetzt es der Wohnbaugenossenschaft zum Nulltarif. Sie können hier bauen und die kommenden Mieter brauchen keinen Grundkostenanteil zahlen. Und nach 35 Jahren geht das Ganze in das Eigentum der Stadtgemeinde über. Also eine sehr, sehr gute Konstruktion, wo die Stadt ihren Teil leistet und wo die kommenden jungen Mieter die Möglichkeit haben, sehr günstig Wohnraum zu erwerben. Die Wohnungen sind eher für junge Menschen geplant. Wie nimmt man auf die Wohnraumgestaltung als Architekt Rücksicht? Ja, der junge Mensch hat in Wirklichkeit das Bedürfnis, günstigen Wohnraum zu bekommen. Und der günstige Wohnraum ist natürlich in Zeiten wie diesen, wo Bedingnisse, Anforderungen hier sind, die den Wohnbau nicht verbilligen, sehr, sehr schwierig. Sie sehen hier drinnen Wohnungen, die sehr klar und einfach gestaltet sind, auch sehr smart, die im Speziellen auch auf Anraten des Herrn Bürgermeisters für junges Wohnen geeignet sind. Ihnen wünscht man einen Staat, das eigene Zuhause, die eigenen vier Wände. Das ist ein Grundanliegen von jungen Menschen, von jungen Familien. Aber man darf auch nicht vergessen, es gibt dann ältere Generationen, die wollen auch ein Eigenheim. Und deshalb achtet man sehr auf Barrierefreiheit. Man weiß ja nie, was im Leben eigentlich einmal vorkommt, was einem passiert. Anmeldungen für die Jugendstartwohnungen haben bereits begonnen. Die Vergabe folgt einem Kriterienkatalog, der einer sozialen Aufschlüsselung folgt. Das Land Niederösterreich fördert das Projekt. Weil wir in Niederösterreich mehr gemeinnützige Wohneinheiten errichten als beispielsweise die Stadt Wien. Und das hat damit zu tun, dass viele aus dem Wohnungsboom mehr oder weniger in Wien ausweichen auf die umliegenden Gemeinden in Niederösterreich. Was den Effekt hat, dass auf der einen Seite natürlich der Markt die Grundstückspreise verteuert und gleichzeitig aber auch ein extrem hoher Bedarf und eine Nachfrage da ist. Burkersdorf ist ein sehr, sehr beliebter Wohnort. Wir haben in den letzten Jahren uns fast verdoppelt, seitdem ich Bürgermeister bin, einwohnermäßig. Jetzt ist eine gewisse Stagnation eingetreten. Unser Ziel ist es, noch 10.000 Einwohner zu erreichen. Da fehlen uns nur mehr 240. Und wenn wir das erreicht haben, hoffen wir, dass wir auf diesem Stand bleiben.